Hallo und herzlich willkommen zurück in der Ideenschmiede. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und es gibt was Neues. Genau, denn völlig unerwartet hat Valheim bzw. die Entwickler haben einen neuen Patch rausgeschmissen heute, den Patch 0.205.5. Da gibt es mehrere kleine Bugfixes, also es geht los von Zwergproblemen, die aufgetaucht sind, dann irgendwelche Musikübergänge, die irgendwie nicht so richtig funktioniert haben, bis hin zu einer Sprunganimation, da gab es wohl auch Probleme und so kleinere Dinge halt. Dann gibt es noch eine Verbesserung für die Konsole, also wenn ihr eure Developer-Commands irgendwie einsetzt, weil ihr, keine Ahnung, irgendwas ausprobieren wollt oder. Da gab es einen neuen Fix, was das angeht. Ich kann euch das mal kurz zeigen, weil ich benutze die ja hier für die Ideenschmiede-Videos immer. Ihr seht es nämlich hier schon unterhalb der Zeile. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas spawnen lassen möchte, dann gebe ich einfach Spawn ein. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Grey, ja, für den Grey Dwarf. Und dann hat er hier, zeigt da unten drunter schon so ein paar Vorschläge an, die man dann ausprobieren kann, beziehungsweise eingeben kann, so dass man eigentlich gar nicht mehr großartig in irgendwelchen Listen online schauen muss, was denn da eigentlich für welcher Spawn-Code denn hinter welchem Item steht. Was aber noch völlig überraschend dazu kam, wo eigentlich so niemand mit gerechnet hat, ist, dass es zum einen ein neues Rüstungsset gibt, und zwar das Wurzel- beziehungsweise Root-Rüstungsset. Das werde ich euch gleich zeigen. Und dann gab es so eine merkwürdige Anmerkung, es ist natürlich auf Englisch, ich kann euch das mal vorlesen. Da stand einfach in den Patch Notes mit drin, something steers in the swamps. Ja, was auf Deutsch viel bedeutet wie, irgendwas regt sich in den Sümpfen. Und was das genau ist, das zeige ich euch nach einem kurzen Intro. Gut, jetzt möchte ich euch aber erstmal die Rüstung an sich zeigen. Ich habe die schon ausprobiert, beziehungsweise habe ich sie gebaut und habe sie schon mal angehabt und habe schon mal ein bisschen rumgekämpft damit. Ganz coole Sache. Hat ein paar nette Features. Und zwar ist es ähnlich wie bei der Trollrüstung und bei der Wolfsrüstung, dass du da quasi einen Set-Bonus hast. Und zwar erhöht dieser Set-Bonus deine Bogenfähigkeit plus 15, was eigentlich eine ziemlich geile Sache ist. Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen, ich lege das Ganze mal an. So, das ist die sogenannte Wurzelrüstung. Ich gehe mal kurz hier rein, da können wir uns einmal drum herum schwenken. So sieht das Ganze von hinten aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ist natürlich Licht aus. Ja. Schaut sich in Ruhe an. Also ich finde ziemlich gelungen und ist eine coole Abwechslung. Er erinnert mich so ein bisschen an den Ältesten, also an den zweiten Boss. Als ob das quasi hier so die restlichen Fetzen von ihm sind. Jetzt wollen wir uns aber mal die Stats dazu anschauen. Und zwar haben wir hier den Helm. So, Haltbarkeit 800. Von 800 ist klar. Im Vergleich dazu, der gepolsterte Helm, den habe ich allerdings aufgerüstet, liegt er bei 1600. Also von Rüstungswert her jetzt nicht ganz so hoch. Aber ihr seht zum Beispiel, hier habt ihr schon Schadensmultiplikatoren. Und zwar ist, wenn du das eine Set-Teil hast, resistent gegen Gift. Wie viel kann ich nicht sagen. Ob der jetzt komplett den Giftschaden absorbiert oder nicht, das weiß ich nicht. Das können wir aber gerne mal ausprobieren. Und schwach gegen Feuer. Also ich würde ihn jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt irgendwo in den Ebenen tragen wollen, wo viel auch mit Feuer rumgeht. Oder sprich da, wo Surtlinge rumflitzen. Das könnte auch übel ausgehen. Also stellt euch darauf ein, wenn ihr von Feuer getroffen werdet, gibt es erhöhten Schaden. So, dann gibt es dazu noch die Root Leggings. Also das ist alles noch nicht auf Deutsch lokalisiert. Das haben die wohl irgendwie heute gerade mal eben so rausgeschmissen. Oder vergessen zu übersetzen, was auch immer. Hier haben wir das gleiche nochmal. Schwach gegen Feuer und hier auch Haltbarkeit 800 von 800. Ich muss mal gucken, wie es aussieht, wenn es hochgerüstet ist. Und hier habt ihr aber ein Bewegungsdefizit von minus 2%. Als nächstes haben wir noch natürlich die Brustrüstung. Und auch hier haben wir die Resistenz gegen Stechen. Und auch hier ist der Schadensmultiplikator wieder schwach gegen Feuer. Und das Bewegungstempo wird ebenfalls um 2% eingeschränkt. Wenn ihr alle drei Teile tragt,
habt ihr eine Bogenfertigkeit von plus 15. Also ihr macht da vermutlich auch höheren Schaden, beziehungsweise trefft auch viel besser, beziehungsweise braucht auch viel weniger Ausdauer. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie viel wert ist mir das? Ja, also ich habe hier insgesamt habe ich eine Schwäche gegen Feuer und ich habe ein Bewegungstempo von minus 4%. 4%, ich denke, das ist zu vernachlässigen. Wir wollen mal eben schauen, ich sage euch noch gleich mehr ein bisschen was zu den Materialien. Wir wollen mal eben schauen, wie sich die Haltbarkeit verändert, wenn ich das upgrade. So, jetzt habe ich den zumindest mal die Brustrüstung abgegradet. Mal schauen, wie die Haltbarkeit aussieht. Also ist bei 1100, gab also nochmal 300 Punkte obendrauf. Ist jetzt mal gar nicht so schlecht. So, was wollt ihr noch wissen? Ah, ihr wollt sicherlich wissen, was brauche ich dafür eigentlich? Und da ist so ein bisschen der Hase im Pfeffer, sage ich mal. So, ich muss gerade mal raussuchen. Denn ihr braucht für alles, also Hirschfell, kein Problem, uralte Rinde auch kein Problem. Root, Wurzeln. Wo kriegt man die her? Ich bin eine ganze Zeit jetzt vorab vor dem Video noch durch den Sumpf geflitzt und habe geguckt, wo kriegt diese scheiß Wurzeln her. War nicht so einfach, sage ich euch gleich. Und ihr solltet auch relativ gut gestufft da reingehen. Also sprich, das richtige Essen dabei haben. Idealerweise hier eine Kombi aus, ja, ich sag mal, Ausdauer und Leben. Wobei ich tatsächlich mehr auf Ausdauer gehen würde. Warum, werdet ihr gleich sehen. Wir suchen mal so eine Figur, die das droppt. Und es ist halt relativ knackig. Und ihr kennt ja halt den Sumpf. Da kommt es halt auch aus allen Ecken. Ihr habt den Nasse-Debuff oder Nässe-Debuff. Ständig hast du irgendein Skelett, einen Trauger, einen Schleimling oder irgendeinen Blutegel an der Backe kleben. Und wenn es Pech kommt, wenn es hart auf hart kommt, ist natürlich auch noch irgendwie so ein Rachegeist da unterwegs. Und du musst natürlich erstmal die Area ein bisschen säubern. Das Problem ist, also ich sage euch mal, dieser Boss ist auch noch nicht übersetzt im Deutschen. Oder was heißt, es ist kein Boss, es ist ein ganz normaler Mob. Nennt sich Abomination. Also irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was verunstaltet ist. Ich will gar nicht lange rumquatschen. Lasst uns in den Sumpf irgendwie hindüsen und lasst uns mal schauen, ob wir den finden. So, da bin ich auch im Sumpf angekommen. Und jetzt müssen wir erstmal losgehen. Und ja, gucken, wo ich ihn finde. Das ist halt auch nicht so wirklich einfach, weil es gibt nämlich nirgendwo irgendeinen Punkt, woran man erkennen kann, wo der sich aufhält. Was mir hier im Zuge der Suche nach ihm auch aufgefallen ist, also ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, wenn, dann ist es mir nie aufgefallen, dann sind es diese komischen Figuren oder Skulpturen, die hier drin sind. Ihr seht es jetzt nicht oder ihr könnt es wahrscheinlich nur schlecht sehen, aber hier ist irgendwie ein Gesicht aufgemalt. Also irgendwas, also ich glaube, hier dürfte es, so dürfte das ganz gut erkennen. Keine Ahnung, was das sein soll oder ob das ein Marker dafür ist, dass der sich hier irgendwo aufhält in der Gegend. Kann natürlich gut sein. Da seht ihr nochmal eins, da laufe ich gerade drauf zu. Und wenn dieses Vieh auftaucht, werdet ihr es erkennen und nicht erschrecken. Es ist ziemlich groß, aber ziemlich cool gemacht. Ich weiß auch nicht, wie der angelockt wird, ob man einfach irgendwo stehen bleiben muss oder mal irgendwo hier vorhauen muss, ein bisschen Lärm machen. Also ich bin vorhin, bevor ich das Video aufgenommen habe, bin ich eine ganze Weile hier rumgeflitzt und ich habe zwei Stück habe ich gefunden, beziehungsweise die haben mich gefunden. Ja, aber ich konnte irgendwie nicht erkennen, wo ich sagen kann, ja, genau, der ist er. Denn das Problem bei denen ist, hier seht ihr auch noch, fliegt nur ein bisschen Zeug rum. Das Problem bei denen ist nämlich auch ganz einfach, tauchen dann auf einmal auf. Also wenn einer auftaucht, werdet ihr es gleich sehen. Was schießt der hier so frech auf mich mit Pfeil und Bogen? Ist der denn irre? So. Kurz platt machen. Kommt hier auch gleich an. Ja, ja, komm nur. Also ich mag mich täuschen, aber mir kommt es im Allgemeinen schon vor, als ob die hier in den Sumpf ein bisschen mehr gemacht hätten. Also es scheint ein bisschen mehr Leben zu sein. So, da haben wir so einen blöden Egel, der da rumschwimmt. Da, da seht ihr es. Das ist die Abomination. So, und jetzt geht es eigentlich nur darum,
die Angriffe auszuweichen bzw. einfach wegzublocken. So, das war es eigentlich auch schon. Das ist der ganze Kampf gegen den. Also ihr müsst idealerweise mal viel ausweichen. Ansonsten, wenn ihr eure gepolsterte Rüstung maximal abgegradet habt, dann ist das auch kein Problem, den Schaden hier einfach wegzublocken. Das Schwert und das Schild, was ich hier habe, ist auch das Schwarzmetallschwert und logischerweise auch das Schwarzmetallturmschild. Das ist Stufe 1. Ja, also da braucht ihr euch eigentlich keine großartigen Gedanken machen. Ich habe auch mal probiert, wie es aussieht, wie anfällig. Jetzt habe ich hier gerade eine Rolle auf dem Baumstamm gemacht, war auch nicht schlecht. Ich habe mal probiert, wie anfällig er gegen Pfeil und Bogen ist. Also das könnt ihr echt vergessen. Also ich habe es probiert mit Onyx-Pfeilen, mit Frost-Pfeilen, mit Feuer-Pfeilen, mit jedem Pfeilen. Also das könnt ihr euch echt sparen. Was vielleicht nochmal interessant wäre, was man ausprobieren könnte oder was ihr machen könnt, wenn ihr wollt, das Ganze mal mit dem Hammer oder irgendwas in der Richtung. Probiert es gerne mal aus. Axt hat denselben Effekt wie das Schwert. Ist quasi das gleiche in grün. Gut. Ihr habt es gesehen, die Roots hat er gedroppt. Der droppt eigentlich auch relativ viele. So dass ihr, wenn ihr mit 2, 3 Abominations durch seid, euch schon die ersten Rüstungsteile bauen könnt. Sollen wir eben reparieren hier. Und dann könnt ihr euch auch die neue Rüstung zusammenklöppeln. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin geholfen. Wünsche euch viel Spaß mit der neuen Rüstung. Und viel Erfolg bei der Suche nach dieser Abomination. Ihr habt gesehen, es ist nicht so einfach, den aufzutreiben. Der war jetzt relativ flott zu finden, aber das kann auch mal eine Weile dauern. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet zur Ideenschmiede. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschö mit Ö.